Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen TBTV Shortcut. Wir stellen euch heute mal die neuen Stanzen von PK Pro vor. Und zwar können wir hier ganz einfach Blätterformen ausstanzen, perfekt für die Base-Gestaltung von Miniaturen und auch für den Geländebau. Es gibt bereits fertige Produkte, die man kaufen kann, aber ja, die ersten waren, glaube ich, Green Stuff World, die diese Stanzen herausgebracht haben. PK Pro hat ebenfalls Stanzen herausgebracht und ja, die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ja, dazu habe ich mir heute mal einen Stanzenexperten mit ins Boot geholt. Die Steffi kennt sich mit Stanzen hervorragend aus, allerdings nicht im Tabletop-Bereich, eher im Bastelbereich. Und ja, du testest heute mal diese Stanzen auf Herz und Nieren, ob sie tatsächlich zu gebrauchen sind oder auch nicht. Allerdings muss man schon sagen, dass diese Stanzen auf jeden Fall zu gebrauchen sind, weil man kann diese Produkte, diese Blätter auch tatsächlich schon fertig kaufen. Und jetzt ohne Witz, dieses Döschen, also da fehlen jetzt vielleicht 20 Blätter. Und dieses Döschen kostet, glaube ich, 4 Euro. Boah. Okay. Und das war wirklich sehr, sehr teuer. Das war von AK Interactive. Hm. Dann gab es von PK Pro bereits auch vorgefertigte Beutel. Hm. Das war dann so ungefähr die Hälfte von dem hier. Auch das war teuer. Was hier jetzt drin ist, das ist jetzt tatsächlich Birkensamen von der Straße. Coole Alternative auf ja, jeden Fall. Ja, auch sehr cool. Gerade jetzt zu der jetzigen Zeit könnt ihr super auf der Straße sammeln. Die haben wirklich schöne Form. Und naja, jetzt haben wir die Stanzen von PK Pro und damit können wir einfach Blätter stanzen. Absolut. Oder Papier, Blätter, ich weiß es nicht. Geht auch. Da bin ich ja selber ein bisschen gespannt. Ja. Wir haben ja ein paar Blätter gesammelt jetzt zur Herbstzeit. Gibt es natürlich coole Farben ja, und total. Formen, auch ein bisschen außergewöhnliche Farben auf jeden Fall. Der Hersteller, also PK Pro, empfiehlt, diese Blätter nicht allzu lange zu trocknen. Allerdings empfiehlt es sich tatsächlich, die Blätter in ein Büchlein zu packen, sie zu pressen, dass sie einfach glatt sind ja. Und nicht so sehr rummokeln, weil dann wird es schon ein bisschen knifflig mit den Stanzen. Genau, ich habe hier schon mal, wie man hier sehen kann, ich habe das schon mal probiert im Vorfeld und wir haben hier ein paar Blätter getrocknet und also das ist schon wirklich, das kommt glaube ich auch auf die Struktur des Blattes einfach absolut. An, weil das ist zum Beispiel wirklich sehr, sehr hart und das funktioniert nicht so gut. Also Eichenlaub nicht so gut. Aber sowas zum Beispiel funktioniert genau, super. Probieren wir mal. Das sind klassische Efeublätter. Also ein schönes, saftiges Grün. Genau. Zu jeder Jahreszeit. Ja. Gucken wir uns auf jeden Fall an. Hier die klassischen Herbstblätter auf jeden Fall. Also wir haben getrocknet, ungetrocknet. Wir testen es aus und auch Papier. Erzählen euch was über das Handling auf jeden Fall. Und über den Preis. Genau. Ja, ich würde sagen, wir starten in die Testphase. Okay, starten wir den Test mit klassischem Papier. Normales Drucker-Kopierpapier, durchschnittlich 80 Gramm. Ja. Das sollte überhaupt kein Problem sein für die Stanzen. Geht wunderbar. Ja. Die Formen sind sehr sauber ausgestanzt. Gehen wir mal so in Richtung Flyer-Papier, also schon ein bisschen kräftiger. 250 Gramm Papier. Ja. Oh ja. Oh ja, okay. Sie schafft es auf jeden Fall und sie schafft es tatsächlich auch sehr filigran, wie ich finde. Aber es kostet schon etwas mehr Mühe und Kraft. Das ja, geht. Jetzt eigentlich für den Ursprung für natürlich die Blätter. Ne? Ganz genau. Nehmen wir mal so ein klassisches schickes grünes Efeu. Müssen wir mal gucken. Ja, also die müssen sehr gerade sein, um sie reinzumuckeln. Ja. Ja, sieht ordentlich aus. Stanz mal so ein paar aus und dann zeigen wir am besten mal den Stapel. Ja, da kommen wir auch schon zum ersten Problem. Was mich ein bisschen stört an diesen Stanzen, ist Tatsache, dass ich sie nicht so rumverwenden kann. Ja. Also ich kann das zwar reinschieben, aber ich kann sie nicht betätigen, die Stanze. Also sehe ich nicht korrekt, wo stanze ich eigentlich. Das ist so ein bisschen sehr schade. Also kann ich einfach nur auf blauen Dunst, aber Blätter sind ja auch nicht immer heile, ne? Von daher kann es auch mal halbe werden. So. Das ist für mich tatsächlich auch von den Formen her die schönste. Ja. Weil es geht so in Richtung Birkensamen, also wirklich verschiedene typische Laubblätter, die man hier hat. Die ist auch noch ganz hübsch, weil sie... Man sieht es vielleicht nicht so, wenn so ein bisschen wirklich Ausbuchtung filigran ist. Das ist mehr so Tropfen. Das ist mehr so Tropfenform. Wir können es ja mal im Grün weitermachen hier. Zack. Also Efeublätter gehen wunderbar und haben auch einen schönen Grünton.
Ja, ist schon ganz hübsch, ne? Also man... Versuch mal hier sowas Härteres. Ja. Da okay, da wird es schon etwas problematisch. Man muss ein bisschen ruckeln. Es geht. Und tatsächlich, was man sagen muss, es bricht nicht aus bis jetzt. Also obwohl das schon wirklich trocken ist. Also auch möglich. Also die Form bleibt. Das ist wirklich ganz schick. Aber wie gesagt, wird schon schwieriger, das Ganze in die Stanze reinzufrieren. Und das haben wir gerade draußen frisch gesammelt. Probieren wir mal. Ja. Auch das geht wunderbar. Also ich glaube tatsächlich, man muss sie jetzt nicht zwingend, also sie sollten jetzt nicht patschnass sein, aber jetzt, dass man sie jetzt zwingend trocknen muss in dem Sinne, oder das geht eigentlich ganz gut. Ja, er gibt auch eine schöne bunte Farbmischung. Was man, glaube ich, sagen muss, ist, dass sie vom Maßstab her ganz schön passen. Ich glaube, noch kleiner wäre noch maßstabsgetreuer, aber das wird irgendwann natürlich total fisselig. Ja. Aber so insgesamt kann man sagen, dass sie, glaube ich, im Gegensatz zu Green Stuff wird, deutlich besser zum Maßstab noch passen. Hier seht ihr jetzt das fertige Ergebnis quasi. Also man kann wirklich gerade mit der tollen Herbstmischung draußen tolle Effekte erzeugen. Ja, und für die Bassgestaltung ist es natürlich super. Man braucht für die Bassgestaltung ja gar nicht viel. Ja, und das zeigen wir euch jetzt nochmal anhand einer Miniatur. So, Felix ist jetzt da und hat noch passend eine Miniatur fertiggestellt. Und er nimmt man am besten Weißleim, verdünnt oder wie wir jetzt in dem Fall ein bisschen Tiefengrund. Und man pinselt am besten einfach die Fläche entweder komplett ein oder man nimmt tatsächlich die Tiefengrund auf den Pinsel auf und nimmt damit das Blatt auf und verteilt es somit auf dem Base. Das gibt natürlich nochmal einen schönen natürlichen Effekt. Ja, auch bei der Strange Eons Platte haben wir dieses Laubzeug genommen und zwar haben wir hier allerdings die fertigen Birkenpollen genutzt und das unterstreicht nochmal diesen ländlichen Charakter, diesen natürlichen Charakter und gibt nochmal auf jeden Fall einen tollen Effekt halt auch auf Spielplatten. Allerdings muss man da, gerade für Spielplatten, muss man da schon ein bisschen mehr stempeln. Ja, da haben wir jetzt nochmal das fertige Modell von Felix. Man sieht also schon, dass man damit, wenn man noch ein bisschen Grasbüschelchen und ein paar Blümchen mit draufsetzt, dazu diese Blätter drum verteilt, das sieht sehr, sehr natürlich und ja, wirklich sehr hübsch aus. Ja, ein Fazit zu den Stanzen. Finde ich gut, dass es sowas gibt, dass man es selbst machen kann. Weil wirklich fertig gekauft ist es tatsächlich wirklich zu teuer. Gesammelt ist natürlich am billigsten. Aber da hast du natürlich nicht ganz so die Auswahl. Hier, wenn du das miteinander vermischst, wirklich die verschiedenen Blätterformen, ergibt es schon ein ganz natürliches Bild auf jeden Fall, weil du hast ja nicht nur Birken. Und natürlich auch die verschiedenen Farben vor allen Dingen, weil wenn wir jetzt draußen, das haben wir einmal, dann hat man natürlich einen Farbton. Absolut. Das hat man natürlich bei den Stanzen nicht. Ja, zum Handling. Handling ist scheiße. Das Handling ist wirklich schwierig. Also zumindest muss ich aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe spaßeshalber mal zwei Sternstanzen mitgebracht. Sterne gehen ja bekanntlich immer. Ja. Aber zwei Stanzen, die quasi vom Maß her ziemlich ähnlich sind. Hier sogar noch kleiner. Die aber vom Handling sich deutlich besser machen, weil das Problem ist, ich würde hier immer meinen Finger mitstanzen. Also ich berühre... Du musst die Hand unten drunter liegen oder du musst es wirklich sie hinlegen und dann so stanzen. Aber es ist zum Beispiel unmöglich, jetzt so zu stanzen. Das geht gar nicht, weil... Nee. Da muss man ganz klar sagen, da gibt es bessere Stanzformen, einfach vom Stanzkörper her. Das sind einmal hier solche kleinen mit dem entsprechenden Hebel, wo ich Platz habe. Ja. Ich kann sie halten, wie ich will und kann die auch in einer Hand wunderbar stanzen. Oder hier ganz cool in flacher Variante, die kannst du mir auch noch stapeln. Ja. Platzsparend. Und die kann ich auch, egal wie ich sie halte, mit beiden Fingern. Ja. Und das ist hier. Nee. Also, wenn ich jetzt hier hinten halten möchte, das ist wirklich mit Kraft verbunden. Ja. Und was man hier vielleicht machen könnte, um das schon einen Ticken zu verbessern, wenn du hier schon die Hand, wenn du es in der Hand hältst, dann könnte man zumindest hier so ein Auffangplastik, wie es hier der Fall ist, reintun, dann wird es gesammelt, machst das Ganze auf, schütt es aus, fertig. Ja. Das wäre vielleicht noch eine Idee, um diese Stanzen zu verbessern. Vielleicht bin ich da aber auch einfach... Ja, nee, aber es ist ja tatsächlich so, wenn ich so halte, dann ist es wirklich schwierig. Also entweder hier ein Auffangbehälter drunter oder dieser ganze Mechanismus muss weiter nach hinten. Genau, also quasi einfach, eher hier Hebelmechanismus. Genau, damit ich den Hebel hier halt hinten habe. Aber ich sag mal, wenn du klassischerweise wirklich das Papier nimmst, dann funktioniert das einwandfrei. Und
quasi so lang hinstandst. Dann geht das. Geht das, ne? Das kann man natürlich auch machen. Man kann jetzt koloriertes Papier kaufen. Absolut. Und dann schneidet man sich Streifen und dann... Aber es sollte nicht zu dick sein, weil sobald es in Richtung Flyerpapier geht, 250 Gramm, dann wird es schon tricky. Und ich sag mal, der klassische Farbkarton ist eben nicht nur 80 Gramm, sondern der hat schon deutlich mehr. Und dann, naja, ihr seid ja Männer. Wir haben viel Kraft. Genau. Also prinzipiell eine coole Sache, auf jeden Fall ein cooles Gimmick. Absolut. Wie gesagt, Handling könnte man noch einen Ticken verbessern, aber wie gesagt, ich glaube, dass tatsächlich das so die ersten Stanzen in eurer Welt sind. Ja. Da könnt ihr vielleicht von uns noch ein bisschen lernen. Ja. Was kostet sowas? Tja, 12 Euro. Eine. Okay. Das heißt 36 Euro für alle. Okay, das ist viel Geld. Das ist viel Geld, aber allerdings muss man sagen, wenn die Stanzen eine vernünftige Qualität haben, das scheinen die zu haben, muss man sagen, ist das meist so gut verarbeitet. Die halten ewig. Ne? Ewig. Also vor allen Dingen, wenn du nur Material wie Blätter stanzt. Ne? Also, ja. Dann habe ich da eigentlich keine Befürchtung, dass die ein Leben lang halten und in so einem Club oder ähnliches, wo mehrere Leute sind, kann man sich die locker anschaffen, wenn man mehrere Geländeplatten baut. Absolut. Und so ein Kram. Dafür eine super Sache auf jeden Fall. Ansonsten ist, sage ich mal, im Marktvergleich sind 12 Euro für so eine Stanze in der Größe recht teuer. Ja. Aber was man auch sagen muss, ich glaube, PK Pro hat mit dem Hersteller hier auch relativ lange gefeilt, dass die Blätter so filigran tatsächlich werden. Und das muss man sagen, die sind wirklich für die Größe, ist es sehr filigran ausgearbeitet. Das kommt sehr gut raus auf jeden Fall. Ja. Von daher muss man sagen, und es ist natürlich auch eine andere Auflage wie so eine klassische Sternstanze. Ne? Ich meine, das ist ja hier schon so ein super, super exotisches Produkt. Ja, absolut. Und, aber ja, wenn man das so gegenrechnet, okay, was, wenn ich viel Miniaturen basen muss und muss dieses Zeug kaufen, dann ist es natürlich auch sehr teuer. Und, absolut, das ist eine super Sache. Genau. Also kann man sich auf jeden Fall im Freundeskreis teilen, austauschen oder ähnliches. Also dafür lohnt es sich auf jeden Fall. Und im Geländebau, wer viel Platten baut, das ist eine ziemlich coole Sache. Perfekt, ja, da kann man wirklich coole Sachen noch mit ausschmücken. Oder auch für den Dioramenbauer, der im Modellbau vielleicht tätig ist. Ne? Ja, cool. Das waren die PK Pro Stanzen. Guckt auf jeden Fall unter www.pk-pro.de und ja, da findet ihr neben den Stanzen natürlich auch ganz viel anderes geiles Hobbymaterial. Auf jeden Fall. Und ja, schaut euch das ruhig mal an, wenn euch das interessiert. Und ja, das war's. Vielen Dank. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.